Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war auf einem Bazar, einem Kinderbazar mit Klamotten und was halt alles so gibt rund ums Kind. Und da wollte ich euch zeigen, was ich alles gefunden habe. Viel Spaß beim Video! Also, ich habe heute nicht so viele tolle Sachen gefunden. Ich habe nur ein paar Sachen gefunden. Irgendwie waren die meisten Sachen nicht mehr so schön. Aber ich zeige euch jetzt meine kleine Ausbeute, die ich doch sehr stolz bin. Zuerst habe ich diesen hier gefunden. Das ist so ein Strampler, der ist von Kick, so ein schöner Niki-Stoff. Schöne Farben, blau, orange. Der hat unten eine Knopfleiste. Ganz simpel und schön. Der hat, ich dachte, 2 Euro gekostet. Fand ich okay. Sieht aus wie neu. Fühlt sich auch neu an. Dann habe ich ein Zweier-Set Leggings. Immer grau und einmal so hellblau mit dunkelblau mit hellblauen Punkten. Von Impi Dimpi. Keine Ahnung. Größe 62, 68. Bisschen groß, aber habe ich gedacht, die sehen aus wie neu. Haben 1 Euro gekostet, mussten mit. Dann habe ich dieses H&M-Teil hier. Das ist so ein Bolero, nennt man das, glaube ich. Größe 62 von H&M. Finde ich, fällt eher wie eine 56 aus. Mal gucken, wie ich das kombinieren kann bei der kleinen Emma. Dann ein Set von H&M. So ein Jogginganzug-Set. Das ist so eine Jogginghose in so ein grau. Ich glaube, das heißt so grau-beige miniert. Größe 62, aber ich finde, das fällt auch wieder relativ klein aus. Hat hier vorne so eine Tasche. Und dazu eben den Kapuzenpulli mit dem Fell drin. Der sieht, finde ich, noch echt top aus. Der hat auch nur 2,50 gekostet. Dann habe ich diese rosane Weste, dachte ich, die passt voll gut zu Pia. Die ist nicht mehr jetzt so ganz so schön, aber doch noch. Oh, ich entdecke gerade einen Fleck. Oh nein. Okay, der fällt kaum auf. Der ist ganz klein. Aber sonst echt schick. Ich habe mir gedacht, einfach Pia hat sowas noch nicht. Rosa, schlicht, passt eigentlich zu allem. Dann gab es da auch so Schnuller. Die muss ich aber erst noch abgucken, bevor ich die groß bin. Genau, einmal so eine. Und das sind eben diese ganz kleinen. Die sind doch so toll für Emma. Das ist der hier. Genau, das ist so eine Katze. Genau. Und dann noch 2 Bodies für 2 Euro. Die waren von H&M. Die sind jetzt auch nicht mehr ganz so neu, aber die sehen auch noch gut aus. Die sind jetzt Größe 62. Ja, die sind vielleicht ein bisschen groß, aber ich habe mir gedacht, so zum, wenn ich erst einen normalen Body anhabe, kann ich dann den drüber ziehen, dann ist es nicht so eng. Manchmal ist es doch geschickter und dann war da der auch noch dabei. Und der sieht eigentlich noch aus wie neu. Voll witzig. Ja, es war wahrscheinlich im Original auch so ein Doppelset. Genau, ich mag ja diese Wickelbodies so gern. Mal gucken, vielleicht passen die ja doch ganz gut. So, das war meine kleine Ausbeute. Genau, ich hoffe, euch hat der kurze Haul gefallen. Und dann sehen wir uns wieder nach meiner Prüfung. Hoffentlich in alter Frische und mit mehr Motivation auf meiner Seite. Aber ich habe gedacht, das muss ich heute euch jetzt zeigen. Ich habe gehofft, ich finde noch mehr, aber naja, vielleicht dann anders mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.